Ja, so, damit herzlich willkommen wieder mal bei Tomb Raider. Wir sind hier immer noch unterwegs, um den Sender am Sendemast ganz oben anzubringen. Ich musste irgendwie hochkommen und sämtliche Gegner hier eliminieren. Wie in der letzten Folge auch schon erwähnt, ist es teilweise inzwischen erstaunlich leicht, für mich mit den Gegnern klarzukommen. Wie gesagt, hatte ich mich beim allerersten Mal, als ich das Spiel gezockt habe, sehr schwer getan, um damit durchzukommen. Nein, das Lager will ich jetzt nicht benutzen, aber ich will mal darüber rutschen. Boah. Voll. So. Damit komme ich da runter oder hier runter. Ach, was haben wir denn hier? Bergbasis, komplette Karte. Hey! Wer sagt's denn? Okay. Gibt's ja doch noch einiges zu entdecken. Na. Dann sollten wir hier mal schauen. Dass ich von irgendeinem Lager aus... Ah, ich kann so zu meinem Lager zurückkehren. Sehr cool. Hin. Dann schauen wir mal, dass wir hier die fehlenden Teile noch einsammeln können. Das ist genau das, was ich will. Wunderbar. Dann fangen wir doch mit dem Ding hier mal an. Wegpunkt setzen und auf ihn mit Gebrüll. So. Wo versteckst du dich? Voll. Bergbasis-Set komplett. Dann haben wir da hinten noch was. Wegpunkt setzen. Genau, das muss da unten irgendwo sein. Halt, auch noch falsch abgebogen. Ah, habe ich was übersehen. Okay. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Die Solari, diese Gruppe, die die Matthias gegründet hat, klingen wie Gefangene, gefährlich und machthungrig. Ja, und gestört obendrein.
schon wieder müde, obwohl es noch gar nicht so spät ist. Gut. Dann gehen wir hier mal wieder zurück. In den nächsten Abschnitt. Weit ist es nicht. Ach so, hehe. Reiner Logikfehler. Das Dach haben sie wieder zugemacht. Obwohl es offen sein müsste, weil ja der Typ da durchgebrochen ist. Alter? So, ich darf da nicht mehr durch. Schön. Und wie komme ich da jetzt raus? Nur durch die Lagerreise. Schnellreise. Och, Mensch. Uah. Auch nun bis auch ein bisschen unlogisch, so wollte ich sagen. Denn wenn ich schon zurückreisen kann, müsste ich ja auch eigentlich wieder zu dem letzten Lager hinreisen können. Aber nee, das lassen sie irgendwie nicht zu. So. Hier ist ein Dokument. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Matthias hat angefangen, Hinweise darauf zu entdecken, was es mit diesem Ort wirklich auf sich hat. Was war sein Plan? Tja, das wäre echt mal interessant zu wissen. So, da haben wir eine Reliquie. Irgendwo da unten. Also, das müsste dann im Gebäude sein. Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Okay, da ist nichts weiter Außergewöhnliches dran zu entdecken. Aber immerhin habe ich hier was einsacken können.
jetzt noch eine Reliquie. Führt das hin? Liebe Zeit. Oben muss was liegen. Aha. Das Ding war, habe ich übersehen. Na schön. Eine Plakette, wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Hier gibt's also irgendwelche versteckten Informationen. Eine undeutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person? Wer weiß, vielleicht. Ob ich das jemals rausfinden werde? So. Da hinten haben wir noch... Was bist denn du? Tageslager. Tageslager? Schnellreise... Ach so. Wir unterscheiden hier zwischen Tageslager und Schnellreiselager. Na gut. So. Irgendwo da gammelt jetzt noch ein Geocache rum. Auf der Brücke. Da schaut kein Mensch nach. So. Damit sollte ich hier alles entdeckt haben. Das alles durch, das alles durch. Aha. Da fehlt mir auch noch was. Das ist dann das Riesendorf. Das Bergdorf. Komme ich noch nicht ganz an alles ran. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Klettergewandtheit. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Okay. Orientierung. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Das klingt interessant. Da? Kartografie. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf Ihrer Karte verzeichnet. Kaufen Sie 7 weitere Fähigkeiten, um Rang 3 freizuschalten. Sammelobjekte sind auf der Karte sichtbar und leuchten hinter Mauern auf, solange Ihre Überlebensinstinkte aktiv sind. Aha. Jetzt bin ich neugierig. Mal alles. Och, da fehlt was. Bergdorf ist klar, da kommt noch nicht an alles ran. Da
unten ist was. Habe ich zum Beispiel eine Reliquie übersehen? Es ist alles noch Bergdorf. Wüstenwald. Bergtempel. Okay. Im Bergdorf habe ich bewusst was ausgelassen, das war mir völlig klar. Weil ich dazu teilweise die Waffen noch nicht habe, um ranzukommen. Und ich habe anscheinend überall bisher, bis auf an der einen Stelle, die Karten gefunden und alles mitgenommen, was es zu entdecken gibt. Also was will ich denn noch? Beim Bergtempel fehlt mir was? Ach nee, das gehört zum Bergdorf. Genau, da fehlt mir ein Geocache. Den holen wir uns jetzt mal schnell noch. Habe ich ja wirklich komplett übersehen. So. 100%, 100%. Beim Bergtempel habe ich noch nicht alles. Ach. Da fehlt mir die Pyromanen. Okay. Eierwilderin und die Erleuchtung. Gibt es noch einiges zu tun. Geocaches. Zwei Gräber. Insgesamt. Und. Okay. Das habe ich komplett. Das habe ich komplett. Außenbereich komplett. Okay. Sieht doch sehr vielversprechend aus, wollte ich sagen. Also, kommt. Dann kraxeln wir jetzt mal darauf. Super. Müsst ihr einen so erschrecken? Fehler. Setzt immer ihre Hand neben die Sprossen. Auch nicht schlecht. Scheiße, ist das hoch. Wenn
Da einem vom Runterschauen nicht schlecht wird, weiß ich auch nicht. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Hoppla. Sekunde. Jetzt bin ich wieder da. Ich habe hier hinten eine Zeitschaltuhr laufen, die sich abends um 11 ausschaltet. Die habe ich mal vor langer Zeit angeschafft wegen der Vögel. Und ist eigentlich auch eine ganz gute Erinnerung daran, wie spät es schon ist. Und dass es eigentlich so langsam Zeit wäre, ins Bett zu gehen. Aber das will ich hier jetzt noch durchziehen. Sie auf Antwort. Sie haben das internationale Notsignalreaktionssystem erreicht. Schildern Sie Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Gut. Schrei um Hilfe, entfachen Sie ein Signalfeuer. Ja. Bleibt nichts anderes übrig, als darunter zu rutschen in eine Wahnsinnstiefe mit einem Irrsinnssaugalopp. So kommt man definitiv runter. Sagst du was?
Tanks. Eine schöne Leiche. Benzin anzuzünden. Ah ja. Sieht man jetzt schön die Benzinpfütze? Feuerstahl, neue Ausrüstung erhalten. So sollte es gehen. Halten Sie E gedrückt, um die Fackel zu entzünden. Machen wir. Hab ich sonst was übersehen hier drin? Ist es voll, die brauche ich nicht nehmen. Nö. Nichts übersehen. Dann heizen wir euch doch mal hier ein bisschen an. Mama mia. Leck.
So, jetzt muss ich dann mal schauen, wie ich das bei dem Schnitt mache. Weil jetzt hier die Kinder völlig unverhofft aufgetaucht sind, die hier reingegackert haben. Toll. Mal sehen, wie das geht. Die Nerventöter hier geben heute Abend absolut keine Ruhe. Es geht mir echt auf den Sack. So, also. Hilferuf abgesetzt. Flugzeug kommt. Wird vom Blitz im wahrsten Sinne des Wortes in Brand geschlagen. Stürzt ab und Lara kann sich mit Ach und Krach retten. Ein Pilot ist mit dem Fallschirm abgesprungen. Mal sehen. Mal sehen, was ich dazu noch rauskriegen kann. Gibt's hier vielleicht irgendwo ein Lager? Trapez. Bringen Sie an herunterhängenden Bannern wie an einem Trapez. Okay. Hilfe! Ey, hört halt auf! Haben wir es dann jetzt vielleicht bald mal? Leck mich doch am Arsch. Das halbe Dorf stürzt ja ein. Scheiße. Der Arsch sticht den Piloten ab. Hab ich dich, du Penner. So, da haben wir einen toten Piloten. Ganz klasse. Ein Sturm aus dem Nichts, bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben.
Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Zum Glück weiß ich ja, dass es eben nicht ihre Schuld war. Okay. Gut, wir haben das Lager erreicht. Jetzt werden wir mal hier auf die Karte sehen. Hier irgendwas übersehen haben. Oh nö. Ist nichts zu übersehen im Moment. Wir müssen bloß hier wieder zum Bergdorf zurückkommen. Finden Sie einen Weg zurück zum Bergdorf. Gut. Dann würde ich sagen, Spielzeit erreicht, Ziel erreicht. Alles geschafft, was ich mir so vorgestellt hatte. Bin an einem Lager angekommen, muss einen Weg zurück zum Bergdorf finden. Damit habe ich eigentlich wirklich alles geschafft, was ich mir so vorgestellt habe. Jo, ich hoffe natürlich, euch hat das Video soweit gefallen. Es war spannend, es waren ein paar kleine Schreckmomente dabei. Aber das macht die ganze Sache nur umso spannender. Ich find's cool, wie sie das Ganze hier aufgebaut haben. Und ja, schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Ein bisschen was weiß ich, wie gesagt, noch, aber alles habe ich längst nicht mehr im Kopf von damals. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei nächster Gelegenheit wieder vorbeischaut. Oder vielleicht auch mal den einen oder anderen Kommentar hinterlasst, wie immer. Abo vom Kanal wäre natürlich auch immer eine feine Sache. So. Damit ist mir Schluss mit dem Gesülze hier und ich wünsche euch erstmal eine gute Nacht. Sagt dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Servus. Euer Captain. Ciao.